Oh, oh, oh. Nein, nein, das war nur ein Scherz. Oh, Schätzchen, ich denke, es ist Zeit, dir eine Geschichte zu erzählen. Da gab es mal einen Jungen, der sich Schafe anschaute. Der dümmste Junge, den ich je gesehen hab. Eines sonnigen Tages, und keiner wusste warum, dachte er aus Spaß, ich erzähl meine Lüge. Da ist ein Wolf, komm schnell, beeil dich, renn, renn, renn. Und auf dem Berg kam dann ein Bauer, der den Wolf verjagen wollte. Da war gar kein Wolf, nicht mal einer. Es war nur ein Trick, ich hab nur Spaß gemacht. Hey, junger Mann, machen Sie mal keine Späße. Okay, versprochen. Und dann am nächsten Tag, um 9:30, dachte sich der freche Junge, ich mach das nochmal. Auf dem Hügel schreit er laut. Ein Wolf, ein Wolf! Und das nur aus Spaß. Ein Wolf, komm schnell, komm schnell! Beeilt euch, rennt, rennt, rennt! Und auf dem Berg erschien der Bauer, um den Wolf wieder zu verjagen. Hier war kein Wolf, nicht mal einer. Das war nur ein Trick, ich hab nur Spaß gemacht. Hey, ich hab euch schon mal gesagt, dass ihr mich nicht veräppeln sollt. Ha. Okay, ich versprech's. Und noch am selben Tag, am Nachmittag, wurde ein böser Wolf gesehen. Im Feld schlich sich der Wolf heran, um den Jungen zu erschrecken und Schafe zu stehlen. Ein Wolf! Bitte kommt schnell! Beeilt euch, das ist kein Spiel! Bitte kommt jetzt! Rennt, rennt, rennt! Und niemand kam zur Hilfe ran. Der Wolf stahl jedes Schaf dann. Der kleine Junge war sehr, sehr traurig, weil er wusste, dass er böse war. Dann entschloss er sich für immer und ewig. Ich werde niemals, niemals wieder lügen. Und das Wichtigste noch zum Schluss. Immer, immer ehrlich sein. Ehrlich sein, ehrlich sein. Kannst du uns eine Geschichte vorlesen? Na, selbstverständlich. Die Geschichte lautet Rotkäppchen. Ja! Rotkäppchen ging eines Tages spazieren. Eines Tages. Zu Großmutter, die ganz weit weg wohnte. Weit weg. Auf dem Weg durch den dunklen Wald. Auf dem Weg zur Oma, so schnell sie konnte. So schnell, wie sie konnte. Und plötzlich tauchte da ein böser Wolf auf. Oh, ein Wolf! Er hob seinen Kopf und sagte, wie geht es dir? Meine Omi ist krank. Ich bringe ihr Kekse, damit sie sich besser fühlt. Oh, ich muss rennen. Meine Omi wartet auf mich. Tschüss! Tschüss! Doch der böse Wolf kannte einen schnelleren Weg. Einen schnelleren Weg! Und erreichte Großmutters Haus, bevor Rotkäppchen, armes Rotkäppchen, er steckte sie in den Kleiderschrank, zog sich ihre Sachen an und legte sich ins Bett. Und dann erreichte Rotkäppchen Großmutters Haus, zu dem Haus. Liebe Omi, ich kam so schnell, wie ich konnte. Warum hast du eigentlich so große Ohren? Und warum hast du so große Augen? Und Omi, warum hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Oh nein! Hilfe! Schrie das kleine Rotkäppchen. Hilfe, Hilfe! Und rein kam ein Jäger, der im Wald war. In dem Wald! Der Jäger schnappte sich den Wolf.
und steckte ihn in einen Sack. Und der große böse Wolf kam nie zurück. Kam nie zurück. Sagte das kleine Mädchen. Sag das kleine Mädchen. Und half der Großmutter zurück ins Bett. Zurück ins Bett. Und so aßen sie fröhlich ihre Kekse. Und das war die Geschichte. Und das war die Geschichte. Drei kleinen Schwein, das ist die Geschichte von drei kleinen Schwein vor langer Zeit. Die drei kleinen Schweine hatten drei kleine Häuser, alle in der Reihe, alle in der Reihe. Die drei kleinen Schweine hatten drei kleine Häuser vor langer Zeit. Mein Haus ist aus Streu gemacht. Mein Haus wird aus Stachern gemacht. Und mein Haus wurde aus Stein gebaut. Oh nein! Der Wolf kommt zum ersten Haus und sagte: Lass mich rein, lass mich rein. Nicht mal im Traum, im Traum, Traum. Nein, nein, nein. Oh, okay. Dann werde ich halt. Husten und pusten, husten und pusten, husten und pusten. Dann werde ich halt husten und pusten und ein Haus fällt auseinander. Ah, oh nein! Der Wolf kam dann zum nächsten Haus und sagt: Lass mich rein, lass mich rein. Nicht einmal im Traum, Traum, Traum. Nein, nein. Okay, dann werde ich halt husten und pusten, husten und pusten, husten und pusten. Dann werde ich halt husten und pusten und dann fällt ein Haus zusammen. Oh nein! Der Wolf kam an das nächste Haus und sagte: Lass mich rein, lass mich rein. Nicht einmal im Traum, Traum, Traum. Nein, nein, nein. Okay, dann werde ich halt husten und pusten. Husten und pusten, husten und pusten. Dann werde ich halt husten und pusten. Und dein Haus fällt dann zusammen. Der Bauer überraschte den Wolf und sagt: Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Der Bauer vertrieb den bösen Wolf und drei kleine Schweine waren sicher. Und das war die Geschichte von den drei kleinen Schwein. Drei kleinen Schwein, drei kleinen Schwein. Und das war die Geschichte von den drei kleinen Schwein. Vor langer Zeit, vor langer Zeit. Im Wunderland soll lustige Geschichte zum Spielen. Alice, im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Alice war ein Mädchen, das gerne träumte. Sie saß und las ihr Buch an einem Flusslauf. Da sah sie ein Kaninchen, weiß und flink. Sie lachte bei dem Anblick und rannte ihm nach. Ich bin spät, ich bin spät, zu einem sehr wichtigen Treffen. Ich muss wirklich gehen in dieses Kaninchenloch. Durch
durch den Kaninchenbau fiel Alice auf den Boden in ein Zimmer voller Türen. Auf einem Tisch fand sie einen Schlüssel, schloss eine kleine Tür auf und warf einen Blick darauf. Oje, so schön, da drinnen ist ein Garten, aber ich bin zu groß, um hineinzupassen. Alice fand eine Flasche mit Aufschrift "Trink mich". Also nahm sie einen Schluck und wurde winzig. Sie schrumpfte auf Größe und passte durch die Tür. Jetzt konnte sie Abenteuer finden in Höhle und Fühle. Da ist eine Raupe auf diesem großen Pilz. Ich frage mich, ob er nett ist oder ob er unhöflich ist. Hallo, kleine Alice. Endlich bist du da. Ich bin eine weiße Raupe. Lass uns mal reden. Du bist ziemlich hübsch und sehr klug. Aber halt dich fern von den Königen der Herzen. Weg von den Königen, das kann ich tun. Hey, schau, da ist eine große lächelnde Katze. Hallo, kleine Alice, wie geht es dir? Ich muss dir etwas sagen. Alle hier sind ganz verrückt. Das gilt auch für dich. Aber sei nicht traurig. Ich glaube wirklich nicht, dass ich bin verrückt. Wer ist da drüben mit dem großen hohen Hut? Ich bin der verrückte Hutmacher. Möchtest du Tee? Wir haben alle Spaß. Kannst du nicht sehen? Ich liebe es zu scherzen. Ich lache so gern. Ich tanze meinen verrückten Hutmacher-Tanz. Oje. Oje, was für ein seltsamer Kerl. Ich glaube, ich bleibe nicht. Ich glaube, ich gehe weg. Alice fand sich in einem grünen Park und dort sah sie die verrückte Königin. Ich bin die Königin der Herzen und ich möchte spielen ein verrücktes Spiel von Croquette. Ich möchte gerne gehen. Die Königin ist böse. Ich muss hier weg. Alice schloss ihre kleinen Augen. Als sie sie öffnete, war sie am Flussufer. Sie schüttelte den Kopf, schaute auf den Fluss. Ich hatte gerade den seltsamsten Traum. War das alles nur ein Traum? Alice! Im Wunderland, so lustige Geschichte zum Spielen. Alice, im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Seht euch mein neues Spielzeug an! Ein Troll! Genau wie der gemeine alte Troll in der Geschichte von drei Ziegenböcke! Oh ja! Das ist meine Lieblingsgeschichte! Es waren einmal drei Ziegenböcke. Einer war sehr klein. Einer war in der Mitte, einer groß und stark. Das waren Ziegenböcke namens Guff. Sie liefen über eine Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte die kleine Ziege. Hey kleine Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlänger dich, und so ist es nun einmal. Nein, bitte Troll, friss mich nicht, ich bin nur klein und winzig. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen, mein Bruder ist viel größer, ich muss zugeben. Okay, du kannst gehen. Die nächste Ziege ging über die Brücke
um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet ein Troll erschien und überraschte die mittlere Ziege. Hey du Ziege, bleib hier stehen, du wurmst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlinge dich, und so ist es nun einmal. Nein, bitte Troll, friss mich nicht, ich bin nur mittelgroß. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen. Mein Bruder ist viel größer, er ist ein Preis. Okay, du kannst gehen. Große Ziegenbock überquerte die Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte den großen Ziegenbock. Hey, große Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht rüber. Ich krieg dich noch und verschlinge dich, und so ist es nun einmal. Versuch es einfach, böser Troll, ich habe zwei große Speere. Ich werfe dich von dieser Brücke und du wirst weinen, große Trolltränen. Also kam der Troll, um gegen die Ziege zu kämpfen, doch zu seiner Überraschung warf Ziegenbock, ruf ihn von der Brücke und der Troll begann zu weinen. Das ist das Ende der Ziegenbock-Geschichte. Sie schaffen es auf die andere Seite. Jetzt essen sie alles, was sie sehen, werden immer fetter und größer. Mami, erzähl uns die Geschichte von Jack und der Bohnenranke. Hä? Was ist eine Bohnenranke? Ist das eine Suppe? Nein, es ist... ich weiß es gar nicht. Na dann, lasst es uns doch rausfinden. Jack und seine Mutter waren sehr arm. Sie lebten auf einer großen Farm. Zum Essen gab's oft nicht genug. Sie schmieden einen Plan, das ist sehr klug. Jack, geh zum Markt und verkauf unsere Kuh Bessie. Und mit dem Geld können wir mehr Gemüse pflanzen. Am Marktplatz dann ein Mädchen stand, die an Bessie großen Gefallen fand. Junger Mann, wer bist denn du? Ich tausche Bohnen gegen die Kuh. Das sind Zauberbohnen, sie werden bis in den Himmel hinaufwachsen. Wow! Ganz stolz lief Jack nach Haus zurück, berichtet gleich von seinem Glück. Mutter schrie, nur Bohnen, welch ein Kraus, die werf ich gleich zum Fenster raus. Aber Mama, das sind Zauberbohnen. Ja, ja, Zauberbohnen. Am nächsten Tag, das ist allerhand, ne Bohnenranke im Garten stand. Jack klettert rauf, so schnell es geht. Ein Schloss am Ende oben steht. Jack traute seinen Augen nicht. Ein dicker Riese mit hässlichem Gesicht kommt laut trampelnd reingefegt, dass der ganze Himmel bebt. Fee, fei, fo, fam, ich rieche Fleisch. Jam, jam, jam. Fee, fei, fo, fam, sei bereit, jetzt komm ich. Jack hatte so große Angst und versteckte sich im Schrank, während der Riese sein Gold zählte. Ein Schläfchen machte der Riese dann, Jack mit seinem Gold entkam. Er beschließt, zurückzugehen. Erst ein Gebet, mir soll nichts geschehen. Oh bitte, bitte beschütze mich vor dem verrückten alten Riesen. Im Schloss suchte Jack sich einen sicheren Platz. Ah, da hat der Riese seinen Schatz. Goldene Eier habe ich noch nie gesehen. Der Riese zählt mindestens 10. 1, 2, 3, 4, 5. Was kommt nach 5? Fee, fei, fo, fam, ich rieche Fleisch. Jam, jam, jam. Fee, fei, fo, fam, sei bereit, jetzt komm ich.
Geschenk. Jack, sei schnell. Ups, falsche Geschichte. Jack fragt sich, was ist zu tun? Er war ganz flink, er greift das Huhn. Auch die Harfe hat er geschnappt. Klettert wieder den Stiel hinab. Der Riese lief Jack wütend hinterher und warf sich selbst auf die Bohnenranke. Zu Haus zurück nahm ich ne Axt und stutzte dann den Stiel zurück. Der Riese stürmte schnell davon. Das war klar, puh, welch ein Glück. Mit den goldenen Eiern des Huhns konnten sich Jack und seine Mutter ein schönes Leben machen. Zum Fest lädt Mutter alle ein, es kommen viele groß und klein. Sangen und eins war klar: Jack, du bist ein Superstar. Jack, du bist ein Star. Haben Sie Bohnensuppe gemacht? Nein, aber jetzt hatten Sie eine Henne, die goldene Eier. Aber da beißt man sich ja die Zähne dran aus. Joey, erzählst du uns noch mal die Geschichte von Goldlöckchen? Ich möchte Goldlöckchen spielen, weil... Okay, das wird ein Spaß. Goldlöckchen geht vergnügt spazieren. Dort im Wald sieht sie ein Haus. Ich gehe schnell hinein und sehe mich um. Ich bin ganz leise wie eine Maus. Oh, die drei Bären. Goldlöckchen huscht zur Tür hinein. Und denkt sich nichts dabei. Sie sieht einen reich gedeckten Tisch. Mmh, Haferbrei. Eins, zwei, drei. Der erste war zu kalt. Und der zweite war zu heiß. Autsch. Doch der dritte war perfekt. Mmh, der hat ihr geschmeckt. Drei Stühle fand, wie bequem, dachte sie. Die probier ich gern mal aus. Und sie singt ne Melodie. La 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 la. Der erste war zu groß. Oh je. Und der zweite war zu klein. Oh, der ist zu eng. Doch der dritte war perfekt. Als sie sich in den Stuhl fallen ließ, zerbrach er in Millionen Teile. Oh nein! Was habe ich getan? Oh. Dieses Abenteuer macht richtig müde. Ich brauche dringend ein Nickerchen. Oben dann im ersten Stock, drei Betten, welch ein Traum. Wow, welch ein Haus! Ich raste mich kurz aus. Schon niemand sterben. Doch das erste war zu knatschig. Au, autsch. Und das zweite viel zu matschig. Oh nein. Doch das dritte war perfekt. Ah, das ist es. Goldlöckchen schnarcht vor sich hin. Die Bären kommen heim. Stand weit offen. Oh je, ich glaub, wir sind nicht allein. Oh je. Da hat wer an meinem Brei genascht. An meinem auch, sieh her. Mein Brei, der ist komplett verputzt. Das finde ich gar nicht fair. Oh je. Da saß jemand auf meinem Stuhl. Auf meinem. Etwas im Obergeschoss. Da war jemand in meinem Bett. In meinem auch, sieh her. In meinem Bett, da liegt wer drin. Und ihr seid wer? Und tschüss. Danke für alles. Goldlöckchen, sie startet los, läuft in den Wald hinaus. Die Bären trauen ihr
Joey, ist das wirklich so passiert? Nein, das ist nur ein Märchen. Oh, aber wo sind die Feen? Es ist Geschichtenzeit. Wie wär's mit Rotkäppchen? Ja! Okay, ich möchte Rotkäppchen sein. Und ich bin der Wolf. Ich glaube, Wookie findet die Idee nicht so toll. Seid ihr bereit? Ja! Es lebte ein Mädchen vor langer Zeit. Sie trug ein purpurrotes Kleid. Oma ist krank, sie fühlt sich gar nicht wohl. Ich besuche sie, das wird ganz toll. Vergiss nicht, sprich mit keinem Fremden. Ich versprech's. In den Korb packt Mutter allerlei. Omas Lieblingskäse war dabei. Da stand ein Wolf im Wald, oh Schreck, der fragt: Wohin bist du denn auf dem Weg? Du bist ein Fremder, richtig? Ich darf nicht wirklich mit dir sprechen, aber meine Oma, sie liegt krank im Bett. Ich bring ihr Essen, das ist doch nett. Sie läuft davon, doch der Wolf war schlau. Er kennt den Weg zum Haus genau. Ich bin schlauer als der Durchschnittswolf. Der Wolf versteckt sich in Omas Haus. Ich versteck dich, du kommst hier nicht raus. Er schloss sie ein und legt sich fein mit Omas Haube ins Bett hinein. Hilfe! Die arme Oma schrie laut: Herein, mein Schatz! Rotkäppchen schon im Haus drin steht. Ich frag mich, wie es dir wohl. Ich bin okay. Ihre Stimme klingt hart. Oma, seit wann trägst du einen Bart? Oma hat einen Bart! Ups. Was für große Ohren du hast. Und was für große Augen du hast. Und was für große Zähne du hast. Umso besser fress ich dich damit. Besser fress ich dich nicht damit. Mit mir! Nein! Hört man Rotkäppchen schreien und ein Jäger stürmt zur Tür herein. Er schnappt sich das Biest und kennt keinen Spaß. Jetzt bist du dran! So sagt man das! Du bist ein großer, böser Wolf und du solltest lieber aufhören, andere zu belästigen. Sonst wirst du bald keine Freunde mehr haben. Ha! Schnell befreit, Rotkäppchen sagt: Es tut mir leid, ich sprach mit einem Fremden, es ist meine Schuld. Ich mach's nie mehr, das versprech ich sehr. Sie macht's nie mehr, das verspricht sie sehr. Wow, der Wolf hat seine Lektion gelernt. Ja, das hat er. Und sie haben ihn weit fortgeschickt und er kam nie wieder zurück. Seht ihr, was mit großen Bösen passiert? Also, was ist die Moral von der Geschichte? Erzähle nie einem Wolf, dass du frisches Brot und Käse in deinem Korb hast. Ich glaube, ich bin dran, eine Geschichte zu erzählen. Okay, aber können wir drin vorkommen? Klar, ich brauche drei Geißlein. Luca, Archie, seid ihr dabei? Ja, ja, na klar. Erzähl uns die Geschichte von den drei Geißlein. Die drei kleinen Geißlein marschieren los, den Hügel rauf, wohin denn bloß? Da gibt es grünes Gras zuhauf, sie fressen alles ganz schnell auf. Oh, sieh mal dort! Oh, frisches grünes Gras. Das kleinste Geißlein steht unten am Fluss, noch viel mehr Gras, doch ist's ein Muss. Maut zu zahlen, das ist nicht toll, nicht mit Münzen, sie füttern den Troll. Die drei kleinen Geißlein hatten große Angst vor dem Troll, aber sie waren richtig hungrig. Das kleinste Geißlein konnte nicht länger warten und lief los. Ja, ich hab Angst, doch mir knurrt der Bauch. Das Gras da drüben will ich auch. Über die Brücke muss ich dann. Es ist gescheit und strengt sich an.
Aber als das kleine Geißlein vorbeihüpfte, tauchte der Troll unter der Brücke auf und sagte: Wer überquert da meine Brücke? An mir kommst du nicht vorbei, denn ich werde dich fressen. Ich bin ein haariger Troll, meine Augen sind gelb, hab riesige Zähne und Klauen. Über die Brücke kommst du nicht, das wirst du dich nicht trauen. Das kleinste Geißlein, das bin ich, ganz dünn und habe kaum Gewicht. Ich weiß, dass ich dir gar nicht schmeck, doch das mittlere verputzte vom Fleck. Das mittlere Geißlein kommt als nächstes vorbei. Sehr gut, und jetzt hau ab, Babygeißlein. Das mittlere Geißlein hüpfte los, man hört es schon, tritt trapp. Doch auf der Brücke der Troll erscheint. Das Geißlein fang ich ab, ich bin ein haariger Troll, meine Augen sind gelb, hab riesige Zähne und Klauen. Über die Brücke kommst du nicht, das wirst du dich nicht trauen. Wer überquert da meine Brücke? Das bin nur ich, alter Troll. Da drüben wächst das beste Gras, da freu ich mich schon sehr. Das kriegst du nicht. So sprach der Troll. Ich fress dich zum Dessert. Nur Haut und Knochen, ich bin zu dünn, sieh mich doch einmal an. Mein Bruder, der schmeckt dir bestimmt, an dem ist ganz viel dran. Oh, okay, hau ab, ich warte auf deinen großen Bruder. Also ließ der Troll auch das mittlere Geißlein ziehen und wartete auf den großen, leckeren Bruder. Oh, das klingt gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Das große Geißlein zur Brücke sprang, trapp, trapp, klingt es am Holz. Wer trampelt auf meiner Brücke herum? Ich bin's, das größte Geißlein, du arges Monster. Hey, das reimt sich nicht. Ich bin ein haariger Troll, meine Augen sind gelb, hab riesige Zähne und Klauen. Über die Brücke kommst du nicht, das wirst du dich nicht trauen. Ich bin hungrig. Zu meinen Brüdern möchte ich hin, zum saftig grünen Gras. Du weißt wohl gar nicht, wer ich bin. Ich spiel dich auf das Gras. So schnell konnte der Troll gar nicht schauen und das große Geißlein spießte ihn mit seinen Hörnern auf und stieß ihn rückwärts die Brücke hinab. Und er ward nie wieder gesehen. Die Geißlein sind vereint zu dritt und fressen all das Gras. Den Troll, den haben wir ausgetrickst. Wie findet ihr denn das? Wie findet ihr denn das? Ich find's super. Es war einmal... Nein, warte! Oh, willst du die Geschichte erzählen? Nein, ich sag das nur so gern. Es war einmal... Drei kleine Bären gehen raus zum Spiel. Aus Stroh bau ich ein Haus für mich, sprach der kleine Bär und fängt gleich an. Er baut sein Haus und ein Schläfchen macht er dann. Aber der böse alte Wolf weckte ihn auf. Oh nein! Ein großer böser Wolf und kann dich sehen. Wach auf, kleiner Bär, und dir wird nichts geschehen. Es klopft an der Tür. Lass mich hinein. Glaubst du wirklich, so dumm werde ich sein? Dann huste ich und puste ich dein schönes Haus entzwei. Und er tut's, lacht verschmitzt, er hat echt Spaß dabei. Vielleicht lieber Zweige statt Stroh verwenden sollen. Zwei kleine Bären gehen raus zum Spiel. Aus Zweigen baue ich ein Haus für mich, sprach der zweite kleine Bär und fängt gleich an. Er baut sein Haus und ein Schläfchen macht er dann. Aber auch er wurde vom bösen alten Wolf aufgeweckt. Oh, was? Ich bin ein großer böser Wolf und kann dich sehen. Mach auf, kleiner Bär, und dir wird nichts geschehen. Es klopft an der Tür. Lass mich herein. Glaubst du wirklich, so dumm werde ich sein? Dann huste ich und puste ich dein schönes Haus in zwei. Der Wolf, er tut's, lacht verschmitzt, er hat echt Spaß dabei. Oh nein! Oh nein. Ich glaub, wir müssen Material nehmen,
dass der Wolf nicht wegpusten kann. Einer der Bären hat eine gute Idee. Aus Ziegeln baue ich mir ein Haus, sprach der dritte Bär und fängt gleich an. Er baut sein Haus und ein Schläfchen macht er dann. Und könnt ihr es glauben, der lästige alte Wolf weckte auch ihn auf. Ich bin ein großer böser Wolf und kann dich sehen. Mach auf, kleiner Bär, und dir wird nichts geschehen. Es klopft an der Tür. Lass mich herein. Glaubst du wirklich, so dumm werd ich sein? Dann huste ich und puste ich dein schönes Haus entzwei. Er strengt sich an, immer mehr, doch nichts passiert dabei. Bitte, reiß dich zusammen. Also, hat es der Wolf geschafft? Nein, das hat er nicht. Die Ziegel waren viel zu stark. Was passierte mit dem alten Wolf dann? Er ward nie wieder gesehen. Ach, Wölfe sind so... Papi! Yeah, they are. Daddy! Es lebten einmal drei Grizzlybären in einem Haus im Wald. Papa Bär, Mama Bär, Baby Bär, setzen sie hin, um ihren Brei zu essen. Viel zu heiß! Murrte Papa Bär, lass uns im Wald spazieren gehen. Dackelöckchen kam vorbei, fand ihr Haus im Dickicht. Klopf, 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 keine Antwort, also betrat Goldie die Küche. Nicht gut! Sie schnappte einen Löffel, obwohl sie keine Erlaubnis hatte. Papa Bärs Brei, viel zu heiß. Mama Bärs Brei, viel zu kalt. Baby Bärs Brei, genau richtig. Nach dem Goldie sagt, fühlte sie sich faul und müde. Im Wohnzimmer entdeckte sie Stühle in drei verschiedenen Größen. Sie sahen so einladend aus, Goldie dachte, sie würde sie versuchen. Papa Bärs Stuhl viel zu hart, Mama Bärs Stuhl viel zu weich. Baby Bärs Stuhl genau richtig. Gerade als Goldie sich angerichtet hatte, der Stuhl zerbrach in Stücke. Goldie ging nach oben und fand drei sehr schöne Betten. Sie sahen recht einladend aus, also kroch sie in Papas Bett. Papa Bärs Bett viel zu hart, Mama Bärs Bett viel zu weich. Baby Bärs Bett genau richtig. Goldlöckchen schlief schnell ein, drei Bären kamen nach Hause. Als sie eintraten, wussten sie sofort, sie waren nicht allein. Niemand hat meinen Brei gegessen, fluchte Papa. Jemand hat meinen Brei gegessen, sagte Mama. Jemand hat meinen Brei gegessen, meinte Baby. Und sie aßen alles. Sie betraten das Wohnzimmer und was glaubst du, sie sahen? Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, fluchte Papa. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, sagte Mama. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, weinte Baby. Und er ist kaputt. Oben in ihrem Schlafzimmer, was glaubst du, sie sahen? Jemand hat in meinem Bett geschlafen, fluchte Papa. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, sagte Mama. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, weinte Baby. Und sie ist da. Goldie wachte auf und sah, drei Bären starren sie an. Sie schrie, Hilfe! Sprang aus dem Bett und rannte weg mit einem Klappern. Die Treppe runter und durch die Tür, Goldie ist für immer weg. Drei Bären kratzten sich am Kopf,
reparierten den Stuhl und machten die Betten und aßen ihren Brei. Und das ist die Geschichte von den drei Bären. Roten Umhang mit hübscher roter Haube in einer Barottkäppchen. Ich habe einen Kuchen gebacken, sagte Mutter einmal, bring mir zu Omas Schatz. Aber bleib auf dem Weg zu Omas Haus, lauf nirgendwo hin. Rotkäppchen machte sich auf durch den Wald mit dem Korb im Händen. Unterwegs hielt sie an, um Blumen zu pflücken, da sah sie ein Wolf. Wolf fragte sie, hallo kleines Mädchen, wo gehst du jetzt hin? Zum Haus meiner Oma, mitten in den Wald. Und der Wolf hatte eine üble Idee. Der Wolf lief schnell zu dem Haus im Wald und klopfte an die Tür. Als die Tür sich öffnete, sprang der Wolf schnell und fesselte die arme Oma. Der Wolf hat sich angekuschelt unter dem Bettlaken, tragend Omas Gewand. Als Rotkäppchen klopfte an die Tür, komm rein, mein Schatz, er sprach. Was für eine tiefe Stimme du hast, um dich besser zu grüßen. Oma, was für große Augen du hast, um dich besser zu sehen. Oma, was für große Hände du hast, um dich besser zu umarmen. Oma, was für große Zähne du hast, um dich besser zu essen. Rotkäppchen sprang weg, nicht mehr vom Wolf getäuscht. Ein Holzfäller kam vorbei, hörte ihren Schrei und rannte durch die Tür hinein. Schlack, 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 er schlug den Wolf, hat Rotkäppchen gerettet. Dann Oma und er und Rotkäppchen hatten Kuchen mitten im Wald. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Maus schlich durch den Wald und weckte einen schlafenden Löwen. Wütend packte diese Maus, sie hatte Angst und weinte. Sie sagte, wenn du mich gehen lässt, helfe ich dir, eines Tages wirst du sehen. Wenn du mich traust, werde ich da, du wirst auf mich zählen. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Löwe sagt, du kleines Ding, was kannst du für mich tun? Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dich befreien. Danke! Am nächsten Tag war Löwe auf der Jagd, doch auf dem Weg nach Hause. Er tappte in eine Falle, er war gefangen und allein. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus.
Maus hört der Löwen gebrüllen und eilte zum Tatort. Sie nackte am Seil, befreite den Löwen und sagte, jetzt sind wir ein Team. Löwe sagte, es war falsch zu lachen, weil du klein bist. Wenn du nicht wärst, wär ich gar nicht hier. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Es waren einmal drei Ziegenböcke, sie gingen über einen Fluss, aber hatten keine Boote. Schaut mal drüben, eine Brücke seht ihr, wir gehen zu den Hügeln, wo das Gras frei wächst. Meh, 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 meh. Der kleine Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stopp, stampf, stampf, die Brücke machte ein Geräusch. Wer da stolpert über meine Brücke? Sagte ein Troll von unten, nun kam ganz nah. Meh, 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 meh. Ich werde dich verschlingen, sagte der Flussrollziege, sagte, ich bin winzig, mein Bruder ist viel größer. Warte ein bisschen, er wird durchkommen. Der Troll sagte, weg mit dir. Meh, 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 meh. Der zweite Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stampf, 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 die Brücke machte ein Geräusch. Wer da stolpert über meine Brücke? Sagte ein Troll von unten und kam ganz nah. Meh, 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 meh. Dich verschlingen, sagte der Flussrollziege, sagte, ich bin klein, mein Bruder ist viel größer. Warte ein bisschen, ihr werdet durchkommen. Der Troll sagte, dann weg mit dir. Meh, 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 meh. Der große Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stampf, 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 die Brücke machte ein Geräusch. Da stolpert über meine Brücke, sagt ein Troll von unten und kam ganz nah. Meh, 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 meh. Ich werde dich verschlingen, sagte der Troll zu der Ziege. Ziege starrte ihn an und räusperte sich. Er griff mit seinen Hörnern an und schlug den Troll nieder. Die drei Ziegenböcke lebten glücklich und zufrieden. Meh, 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 meh. Bereit für Geschichtenzeit, kleine Zwillinge? Ja! Ja. Wie wär's mit Jack und der Bohnenranke? Perfekt! Jack lebte auf ner kleinen Farm. Er schuftete hart und Zauberbohnen bekommst du von mir. Zauberbohnen, was können die? Du pflanzt sie ein und sie werden riesengroß. Pflanz sie in die Erde und über Nacht wachsen.
wachsen sie bis zum Himmel rauf. Jack verkaufte dem Mann die Kuh, er nahm die Bohnen und lief im Nu. Nach Haus, dort zeigte er sie Mama, die fand das gar nicht toll. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das sind nur Bohnen, was machen wir nun? Mama war traurig und Jack war's auch. Sie warfen die Bohnen zum Fenster raus. Was war denn das? Eine Riesenranke stand dort im Gras. Zum Himmel reichte sie vom Boden aus. Da klettere ich sofort hinauf. Er kletterte und kletterte, bis er ganz oben war. Durch die Wolken, wo er eine Türe sah. Sieh dir das Riesenschloss mal an. Ich frag mich, wer da drin wohnen kann. Weit auf die Tür, eine Riesenfrau stand hinter ihr. Sie sah Jack an und bat ihn rein. Mein Essensgast sollst du heute sein. Sie machte Frühstück für klein Jack, doch an der Tür war lauter Krach zu hören. Wie, fei, fo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Erfüllt lief Jack davon, mit ner Handvoll Münzen ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte die Münzen der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ein goldenes Ei im Schloss weit fort. Fei, weh, fo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Im goldenen Ei ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte das Ei der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand eine goldene Harfe im Schloss weit fort. Fei, fie, fu, fisch, einen kleinen Jungen rieche ich. Der Riese, ja, der folgte ihm schon. Er kletterte ganz schnell zurück zur Erd und hackte die Ranke gleich in zwei. Ohne Sorgen und auch ganz reich war Jack und Mamas Leben sogleich. Sie lebten glücklich und wohlauf ihr ganzes Leben lang. Jack und die Bohnenranke, yeah, yeah, yeah. Das ist das Ende! Hey, schau! Eine grausliche Spinne! Ah, wo? Hey, hör auf zu lügen, Mark! Hast du noch nie die Geschichte gehört vom Jungen, der immer gelogen hatte? Nein, erzähl sie mir! Der Junge, der immer lügt. Der Junge, der immer lügt. Ein Junge, der bei den Schafen wacht, sah sie bei Tag und auch bei Nacht. Er schmiedete einen Plan so ganz allein. Da muss doch irgendwo Action sein. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Da war kein Wolf, der Junge machte Spaß, doch alle Dorfbewohner liefen davon. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ha, 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 ihr habt meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag erhütet
bitte erneut? Ist das langweilig, darauf hab ich mich nicht gefreut. Er schmiedete wieder einen Plan. Ich leg das ganze Dorf jetzt lahm. Hey ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Auch dieses Mal nirgends ein Wolf im Bild. Doch die Dorfbewohner waren angsterfüllt. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ihr habt wieder meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag, der Junge tief im Schlaf, kam ein echter Wolf und jagte jedes Schaf. Der Junge, der immer lügt, wir glauben ihm nicht, der Schein, der trügt. Niemand erhörte sein Begehr. Da ist ein echter Wolf, ganz sicher, ich schwör. Der Junge, der immer lügt. Und die Moral von der Geschichte, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sagt das Mark. Ja, keine Lügen mehr. Wow, was für ein großer Löwe. Und sieh mal da, die kleine Maus. Ich frag mich, ob die beiden Freunde sind. Lasst uns den Zwillingen die Geschichte vom Löwen und der Maus erzählen. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah. Der Löwe und die Maus. Eines Tages, eine kleine Maus läuft im Wald umher. Da trifft sie dann einen alten Löwen. Was machst du in meiner Gegend, bitte sehr? Der Löwe schnappt die kleine Maus, hält sie ganz hoch. Bitte, Löwe, lass mich gehen. Dich gehen? Das fehlt mir gerade noch. Wenn du mich jetzt lässt gehen, ich helf dir eines Tages, du wirst sehen. Laut. Du denkst, du kannst mir helfen? Du bist nur eine klitzekleine dumme Maus. Okay, dann lauf davon. Wow, du bist aber mutig. Oh ja. Am nächsten Tag passierte dann ein kleines Missgeschick. Er verhing sich in einem Netz. In der Falle saß der Löwe dann. Hilfe, zu Hilfe, kann mich denn niemand hören? Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Die Maus vernahm des Löwens Schrei und hatte sofort einen Plan. Mit ihren Freunden lief sie los zum Löwen, zieht ganz fest und zernagt das Netz. Njam, 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 njam,
befreitest du mich. Ich nehme dich jetzt sehr ernst, das schwöre ich. Ach, schon gut, kein Problem, lass uns Freunde sein, das wird nie vergehen. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, yeah, der Löwe und die Maus. Und von diesem Tag an waren sie die besten Freunde.